Das Ende dieser Fahrt war so mit Sicherheit wahrscheinlich nicht geplant. Auf der B71 in Wethringen in Sachsen-Anhalt kommt nämlich ein LKW von der Fahrbahn ab und kracht in das Schlafzimmer eines Wohnhauses. Plötzlich war der LKW nicht mehr zu steuern. Er raste durch den Vorgarten und krachte in ein dreistöckiges Wohnhaus. Zu diesem Zeitpunkt gestern Nachmittag war niemand zu Hause. Nicht schon wieder, war der erste Gedanke einer Anwohnerin. Ich bin hinten im Garten gewesen. Auf einmal hat es unheimlich gekracht. Und weil das ja öfter passiert, guckt man unwillkürlich. Ich nach vorn und habe dann die Bescherung hier im Garten gesehen. Der Vorgarten, das ist nicht das Problem. Pflanzen und Mauerwerk kann man ersetzen. Aber das Haus, wenn das jetzt nicht mehr bewohnbar ist, na, dann wissen wir natürlich auch nicht, wie das denn weitergehen soll. Hans Wöllmer war zum Glück nicht in seiner Wohnung, muss mit seiner Frau die Nacht aber in einer Notunterkunft verbringen. Zunächst trennte das technische Hilfswerk den Anhänger des Unglückswagens und zog ihn fort. Erst danach konnten Vorkehrungen getroffen werden, um die Zugmaschine langsam aus dem Mauerwerk zu ziehen, das eine tragende Wand des Hauses ist. Wir haben die Hauswand mit Messpunkten versehen, mit Reflektoren, die von einem Gerät eingemessen werden, um zu beobachten, ob beim Rausziehen des LKWs die Wand sich bewegen wird oder nicht und dementsprechend Einschussgefahr bestehen würde. Am späten Abend fällt die Entscheidung, die Zugmaschine wird Zentimeter für Zentimeter herausgezogen und hinterlässt in der Hauswand ein meterhohes Loch. Dahinter sind Hans Wöllmers Schlafzimmermöbel zu sehen. Das Unglück ist kein Einzelfall. Erst vor 2 Wochen demonstrierten Bewohner wieder einmal vergeblich für eine Umgehungsstraße. Wegziehen ist hier für viele ein Thema. Wir denken schon lange über das Wegziehen nach, weil das die einzige Chance ist für uns, dass wir vielleicht noch ein paar Jahre ein ruhiges Leben haben. Aber wer kauft schon so ein Grundstück hier an so einer belasteten Straße? Ob das Haus abgerissen werden muss, wird noch untersucht. Menschen blieben weitgehend verschont, nur der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt.